Willkommen zurück zur Karriere mit Werder Bremen. Es ist Champions League Zeit, wie ihr hier seht, an der blauen Hintergrund-Background-Stimmung, die erzeugt wird. Es geht zu Hause gegen Atletico Bilbao. Das ist natürlich jetzt die K.O.-Runde. Oh, was haben wir denn hier? Wieso ist denn da ein Spieler raus? Schäfer war da drin, ne? Schäfer will nicht mehr trainieren. Okay, alles klar. Ja, wenn Schäfer nicht mehr will, dann gucken wir uns doch jetzt einfach mal. Schmitz haben wir schon. Innenverteidiger. Nehmen wir Lang. Nee, Schurz. Nee, Sens. Nee, Außenverteidiger. Klaas haben wir schon drin. Obwohl, den können wir eigentlich noch mal ein bisschen fitter machen. Nehmen wir noch mal Klaas rein. Kriegt der hier Abwehrszenario. Rookie. Lernt er zweimal das Gleiche. Ach, den hatten wir vorher gar nicht drin. Ja, what the heck? Irgendeiner ist doch da jetzt weg, oder nicht? Naja. Oh, Klaas. Oh, Klaas. Das war großer Käse. So, Atletico Bilbao. Wir gucken uns das mal eben genau an. Erstmal gehen wir nochmal eben in die Monatsberichte. Interessiert mich jetzt nicht. Pressekonferenz. So, da werden wir wieder Werder loben. Jetzt gucken wir uns mal eben hier Bilbao mal eben an. Achtelfinale, da sehen wir es. Was haben wir da? Okay, das sind also die ganzen Achtelfinalspiele. Ist ja auch mal ganz interessant, das anzugucken. Manchester zu Hause gegen Mailand. 2:0 das Hinspielergebnis. Da ist noch was drin. Auch wir haben das Hinspiel 1:0 gewonnen in Bilbao. Aber da ist noch nichts entschieden. 1:0 ist ja fast nichts. Und man bedenke, wenn Bilbao jetzt hier auch anfängt, Tore zu schießen, dann, naja, gut, also dann wird's eng. Atletico Madrid gegen Tottenham, Neapel gegen PSG. Auch das sieht erstmal nicht schlecht aus. What the fuck? Hab ich denn jetzt eben aufgedrückt? Okay, ich bin mal wieder meine Anzeige wie immer. Sehr gut. So. Chelsea 2:1 Hinspiel gegen Rom gewonnen. Real Madrid gegen Juventus Turin. Ronaldo trifft auf seinen ehemaligen Verein. Real 1:0 gewonnen. Manchester 2:1 gegen Leverkusen. Wird schwierig für die Leverkusener. Und Bayern Hinspiel gewonnen. 2:0 auswärts in Barcelona. Jetzt zu Hause irgendwie das über die Zeit bringen. Ja, wir haben jetzt auch eine Aufgabe vor der Brust. Wir können uns jetzt easy darauf vorbereiten. Machen wir das jetzt erstmal weiter. Eggestein zeigt seine Klasse. Hat auch wirklich einen guten Lauf. Und mal sehen, ob sich das jetzt auszahlt, dass wir unsere guten Spieler letztendlich jetzt geschont haben. Dass wir hier wirklich eine gute Leistung zeigen können. Semedo, Eggestein, Stanks, okay. Das müssen wir mal eben korrigieren. Stanks geht runter. Dafür kommt Diatta natürlich oben rein. Eggestein muss auf die Bank. Mal gucken, wie wir da denn jetzt bringen. Fagundes haben wir auch leider jetzt eingesetzt. Dann würde ich sagen, bringen wir da Castellanos. Semedo, auch ein wichtiger Spieler. Müssen wir rausnehmen. Die Verteidigung steht. Tja, wir müssen ein bisschen improvisieren. Das war aber auch von vornherein klar. Schmitz können wir nochmal mitnehmen. Leao nehme ich lieber nicht mit. Ich glaube, mit den Boys könnte es klappen. Castellanos an der Seite von Klaasen. Kruse, Davis, Diatta, Miller heute ZDM. Und ja, ich denke, so wird es hinhauen. Ich bin gespannt. Wir haben einen Puffer aus dem Hinspiel. Die 1:0, den 1:0-Sieg ist wichtig. Ein Tor, was wir auswärts geschossen haben. Das kann im Endeffekt sich auch nochmal letztendlich auszahlen. Ich muss aber was trinken. Man soll viel trinken, sage ich immer wieder. Und auch das muss ich jetzt machen. Oh, habt ihr es gehört? So, jetzt geht's aber weiter. Champions League Zeit. Zeigt mir die Fanfare, spiel sie ab. 1, 2, 3, go! Ach, das gute alte Weserstadion. Die schönen Champions League Abende. Lang, lang, lang ist her. Hier bei FIFA sieht es natürlich schon besser aus. Da pushen wir Werder immer weiter zur Höchstleistung. Und auch heute müssen wir
gegen Bilbao bestehen, um in die nächste Runde zu kommen. Denn das große Ziel sollte natürlich sein, so sportlich das auch klingt, die Champions League zu gewinnen. Ich sehe gerade, unser Gegner in der nächsten Runde könnte aller Voraussicht nach Manchester City sein. Oder AC Milan, das müssen wir letztendlich sehen. Der Wahnsinn. Alle Spieler fokussiert. Wunderbar, auch dass wir Anschluss haben. Das heißt, ich kann hier ganz gemütlich meine Einstellung machen. Dort macht einer noch Praise the Sun. Oh, Crepin macht das auch. So, die Kugel rollt. Die Stadt hier hat sich auf jeden Fall schon tagelang auf dieses Spiel vorbereitet. Extra Choreo von den Fans. Und erster Fehlpass von Mila, unserem Ersatz heute für Semedo. Das ist natürlich nicht gut. Geray. Auf Wendell. Jesse. Rodriguez. Garcia. Flachpass, der ins Nichts geht. Mila. Guter Pass auf Karstorp. Karstorp versemmelt ihn. Das kommt nicht oft vor, dass er hier mal so ein unsauberes Abspiel macht. Gamacho. Bilbao ist hier auf jeden Fall sehr aggressiv. Ah, wieder Abspielfehler. Lazaro. Hat jetzt Platz. Bringt die Flanke in die Mitte. Kein Abnehmer da. Und dann haut Sahabi den Ball in den Bremer Nachthimmel. Wir nähern uns also langsam an. Davies. Erste richtig gute Chance. Jetzt der Konter. Bilbao. Über Jesse Rodriguez. Klaasen greift erstmal ein, gibt einen Wurf. Abspielfehler auch bei den Spaniern. Mila. Kruse. Castellanos vertüdelt den Ball. Und vorne wartet Williams. Sehr nett da. Bolignoli. Mila. Klaasen verliert den Ball gegen Gamacho. Das nicht gut gewesen. Balleroberung von Klaasen. Nicht gepfiffen. Was war das denn für ein Pass? Mal ehrlich jetzt. God damn it. Dann so. Bolignoli. Oh, Abspielfehler von Crepin. Und aus. Der Ball. Castellanos. Crepin. Oh. Warum gibt es denn da keinen Elfmeter, mal ehrlich? Oh. Macht da den Abflug, ey. Die Fans gleich hellhörig. Boah, es ist echt nicht einfach hier. Die fordern hier einen echt total. Castellanos. Gut gedacht, aber da muss der Ball auch ein bisschen mehr Dynamik bekommen. Schön von Mila. Klaasen. Abgefälschter Ball. Castellanos. Wieder Ballverlust von Crepin. Das gefällt mir überhaupt nicht. Klaasen.
Oh, wieder Ballverlust, meine Fräse. Ja, Vorteil. Mila zeigt hier viel Einsatz. Aber er ist halt kein Semedo. Einwurf für Werder. Castorp. Der kennt natürlich solche Champions League Spiele. Hat ja jahrelang in Rom gespielt, bis er hier in die Weser gekommen ist. Absoluter Stammspieler. Nochmal Einwurf. Boah, schön durchgespielt jetzt. Abgefälschter Ball. Gibt Ecke. So, wir machen jetzt mal hier unseren langen Pfosten. Unsere langen Abwehrspieler sind da vorne. Jetzt vielleicht durch den Standard. Und auch Miller aus dem Hintergrund versucht eher alles zu treffen. Außer dem Tor. Hat sich hier auch die Hand gebrochen. Aber schon verbunden. Volles Risiko. Leider ohne Ertrag. 37 Minuten sind gespielt. Immer noch 0:0. Bilbao zeigt sich hier als unangenehmer Gegner. Bis jetzt konnten wir sie immer noch ganz gut in Schach halten. Jetzt vielleicht die erste gute Aktion. Fehlpass. Kappa. Oh, gefährlich. Aber der Ball dreht sich ins Aus. Rodriguez geht da gar nicht hinterher. Klaasen verliert wieder den Ball gegen Gamacho. Was ist denn da los? Xavi. Klaasen. Davies. Auf Castellanos. Ah, verdammt. Fehlpass von Crepin. Meine Fresse, ey. Jetzt Vorsicht. Schön, Davies jetzt in Szene gesetzt. Muss einer in die Mitte gehen. Geht es auch. Und nun vielleicht. Nein, immer noch nicht. Spannung auf jeden Fall. Die Führung, die wir haben aus dem Hinspiel, ist hauchdünn. 1:0. Aber am Ende würde es reichen. Aber diese ersten 45 Minuten bleiben hier erstmal torlos. Ich glaube, wir müssen das ein oder andere, glaube ich, umstellen. Manchester City 1:1 gegen Milan. Da sieht es ja in der Tat so aus, dass Manchester weiterkommt. Milan müsste jetzt schon 3 Tore schießen. Oder 2, glaube ich, ne? Damit das hier irgendwie anders geht. Ich glaube, ich stelle mal irgendwie um. Ich muss noch was trinken. Vielleicht tut sich da Castellanos besser auf der Seite. Ginga Macho sah Klaasen bisher immer alt aus. So, letzten 45 Minuten für dieses Spiel. Fragezeichen. Castorp. Wieder Rodriguez. Macht wirklich hier ein gutes Spiel. Sehr unangenehm. Ich bin eigentlich ganz froh, dass wir Castorp da haben an der Position. Crepin. Wird hier schön geschickt, Crepin. Und da, Kopfball von Castellanos. War eine gute Chance hier gleich zum Auftakt der zweiten 45 Minuten. Aber das war noch zu wenig. Da muss mehr kommen. Xavi. Castorp. Gleich mit einem Fehlpass. Wendell. Boah. Tritt hier nach. Aber es gibt trotzdem den Freistoß für Bilbao. Xavi. Vorsicht jetzt, Gamacho. Jesse Rodriguez. Wendell. Geh nicht ran. Oh, Abschluss. 52 Minuten, es ist sehr spannend. Und ich wäre so erleichtert, wenn wir denn hier das zweite Tor machen könnten. Klaasen. Schön auf Crepin, abseits. God damn it.
So, jetzt wird gewechselt. Xavi geht raus. Unai Lopez kommt. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das auch gleichbedeutend ist mit einer Taktikumstellung. Wir werden es letztendlich merken. Martinez. Schick da unten, Davies, Mann! Davies! Oh! Mann! Jesus motherfucking Christ! Boah, mit dem Gesicht abgewehrt. Dafür sieht er noch ganz gut aus. So, Ecke. Was war das denn? Castellanos. Das wäre der Pass des Jonas gewesen. Oh. Vorsicht jetzt. Karstorp ist platt. Und das war's dann noch. So, jetzt wird gewechselt. Ja, Castellanos gefällt mir schon besser. Oh. Nicht. Aber es bringt nichts. Wir müssen Kevin Möwald bringen. Diatta, würde ich sagen, kommt auch runter. Für ihn kommt Schmitz oder Eggestein. Nehmen wir mal Schmitz. Und Kruse geht auch weiter runter. Das heißt, Klaasen geht raus. Und Johannes Eggestein hat seine Chance. Genauso wie Schmitz oder auch Möwald hier sich in die Herzen der Bremer Fans zu spielen. Mal sehen, ob es was bringt. Alle drei Spieler frisch auf dem Platz für die letzten 30 Minuten hoffentlich. Ich hoffe nicht, dass wir irgendwie in irgendeine Verlängerung müssen. Möwald auf Lazaro. Und Schmitz, Schmitz, nein! Ach Mann, Schmitz. Und der direkte Konter. Wieder Gamacho. Oh, dann so verliert ihr den Ball gegen Gamacho, Bollingoli. Meine Güte. Sehr gut, Abstoß gibt's hier. Was wäre das für ein Erfolg, wenn wir hier dieses Spiel gewinnen? Vorsicht jetzt. Boah. Suaceta. Castor. Miller. Jetzt nochmal auf Davies. Davies. Meine Fresse, ey. Der Ball soll nicht reingehen. Oh, Backe, ey. Nochmal jetzt hier ein Wechsel. Rodriguez geht runter. Hat wirklich hierfür Unruhe gesorgt in diesem Spiel. Und jetzt kommt, wir wissen es nicht, Merino. Leicht vergebener Ball. Oh, das ist bitter jetzt. Möwald. Oh nein, Lazaro ist verletzt. Nein. Und wir können nicht mehr wechseln. Junge, lauf auf Humpel. Scheiße. Boah, Fallrückzieher, Alter. Hier wird einem aber auch was geboten. Das ist der Obershit. Vorsicht jetzt. Oh nein, da unten ist Lazaro. Muss jetzt tapfer sein. Schmitz hilft hinten mit Mila. Möwald. Auf Davies. Möwald. Auf Eggestein! Meine Güte, das Tor will hier einfach nicht fallen. Auch Johannes Eggestein wird hier gut in Szene gesetzt.
Direkt volles Risiko. Aber wieder nix. 77 Minuten sind gespielt. Wie gesagt, Werder führt hier mit 1:0 durch das Ergebnis im Hinspiel. Wenn Bilbao ein Tor macht und mehr brauchen sie für den Moment nicht, dann geht es hier in die Verlängerung. Und da sehe ich uns mit 10 Spielern wegen Lazaro in der Tat im Nachteil. Gibt nochmal Ecke. Da waren wir zuletzt gut. Dahin. Nein. Keiner hinten. Williams ist da. Lazaro macht das hier tapfer. Hat wahrscheinlich komplett schwere Beine. Krämpfe haben sie, wenn sie alle irgendwie haben. Oh, jetzt guter Angriff. Vorsicht jetzt, Vorsicht. Flanke kommt rein. Bollingjolli. Gefährlich. Und die Pille ist weg. Immer noch Angriff. Younes Lopez trifft das Außennetz. 84 Minuten sind gespielt. Die Spannung steigt hier absolut. Was geht hier jetzt noch? Alle Spieler von Werder wirken hier, stehen K.O. Lazaro. Allem voran er ist verletzt. Möwald. Auf Kruse. Der Captain heute wirklich wenig in Szene getreten. Versucht es auch nochmal in der 87. Minute. Hätte auch noch ein Stückchen gehen können. Wurde da nicht bedrängt. Jetzt gibt es Abstoß von Remiro. Die Endphase läuft. Vielleicht gibt es hier noch 2-3 Minuten Nachspielzeit. Aber das ist bei FIFA ja nicht so viel. Johannes Eggestein konnte hier auch noch nichts bewirken. Fehlpass von Möwald. Oh, gefährlich. Dann so geht hin. Möwald. Und jetzt Schmitz. Schmitz, jetzt! Oh, immer noch kein Tor. Mustergültig bedient Schmitz hier. Johannes Eggestein. Und es wird dadurch nochmal Ecke geben. Super von Remiro, wie er da noch die Hände hochkriegt. Und den Kasten sauber hält. Reicht im Endeffekt. Das 1:0 aus dem Hinspiel. Oh, Fehlpass jetzt von Davies. Und das Spiel ist zu Ende. Das Spiel ist zu Ende. Werder schafft es hier. Mit einem 0:0 durch das gute Hinspielergebnis eine Runde weiterzuziehen. Was war das für ein Spiel? So viele Chancen. Bilbao hat hier wirklich auch sich als guter Gegner gezeigt. Immer gefährlich. Wir mussten da wirklich 90 Minuten lang hellwach sein. Und da haben wir gesagt, ist vermisst, die Tore zu machen. Woran hat es gelegen, dass die Tore nicht gefallen sind? Es gibt halt solche Tage. Ansonsten eine kämpferische Superleistung. Wir ziehen in die nächste Runde ein. Und ich bin gespannt, ob es dann Manchester City wird oder vielleicht doch der AC Milan. Der Pokal schreibt ja auch hier seine eigenen Gesetze. Jetzt ist erstmal Schluss. Ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.